Hallihallo, Hallöchen, liebe Castler, Castlerinnen und Domsian und herzlich willkommen zurück zum 1.7er Minecraft Battle. Wir stehen hier gerade auf dem Hallo. Baum. Hallo! Ja, wir wollten zum Spawn gehen in dieser Folge und noch ein bisschen Essen mitnehmen. Und wir sind jetzt vielleicht ein bisschen schnell eine Ansage, denn wir sind total genervt, weil wir schon die ganze Zeit auf zwei, drei Leute warten, die einfach nicht kommen. Und genau. Immer wieder weg sind und immer wieder Probleme haben, wenn wir aufnehmen wollen. Und das sackt so heftig. Ja, das geht gar nicht. Ja, und das geht ja auch nicht. So. Alter, ich habe schon wieder so viel Essen verloren. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, wir stellen das ja echt noch irgendwann auf peaceful hier, die Difficulty. Also richtig peaceful. Also ich hab ja beschlossen, jetzt in meinen Videos wieder die obligatorische Höflichkeitsfrage einzuführen. Bedeutet, wie geht es dir heute? Ernsthaft jetzt? Mhm. Was ist das für eine Frage? Das ist so schlimm. Wenn es mir beschissen geht, dann würde es sich nichts angehen. Und wenn es mir gut geht, dann sage ich, es geht mir gut. Aber egal, wie es mir geht, werde ich immer sagen, ja, mir geht's gut. Einfach damit ich eben auch höflich bin. Oder? Ist doch schön. Ich hasse sowas. Das ist so schlimm. Das ist genauso wie, wenn dich jemand in Skype anschreibt und du hast total viele Kontakte in Skype und jeder schreibt dich irgendwie immer an, wenn er etwas will. Weil keiner schreibt dich an, ohne etwas von dir zu wollen. Vor allem nicht im Internet. Jeder will immer was von dir, wenn er auf dich zukommt. Dann schreibt er, hey, wie geht's dir so? Und, was machst du so? Und dann irgendwann kommt die Frage. Beziehungsweise das, was er will. Und dann denkst du ja auch noch, oh, musste jetzt diese lange Konversation vorher mit dem Smalltalk sein? Wirklich? Oh Gott, ja, jetzt verliere ich auch. Ja, das ist halt diese Höflichkeitsformel. Das ist richtig krank mit dem Essen verlieren. So, wir sollten aber echt hier schön zusammenbleiben. Zum Spawn müsste es ja in diese Richtung gehen, ne? Geradeaus, denke ich mal. Hier lang. Ja, es sieht rein von der Begebenheit her ganz gut aus. Sollte es, ja. Also ich habe nur noch eine Karotte. Ah, da habe ich noch Hühnchen. Warte, pass du mal kurz auf. Ich schmeiß mal hier ein paar Sachen weg. Aus meinem Inventory. Ich habe jetzt auch schon wieder Hälfte Essen verloren. Das ist so absurd. Das ist richtig absurd. Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Gar keinen, absolut. Überhaupt gar keinen Sinn. Oder da unten ist ein Hühnchen. Das oh Gott, ich dachte da. Oh, nein, jetzt habe ich da. Ich dachte, da sind Gegner. Tim, hör auf mit. Och, da. Das hatten wir doch schon in letzter Folge besprochen, dass sowas nicht mehr kommt. Okay. Das ist aber richtig irritierend mit den ganzen Schafen hier. Tim, okay. Ja. Ist es. Ja. Ja. Okay. So, dann habe ich mir das hier mal kurz sortiert. Okay, wo bist du? Ah, da, okay. Oh, da ist hier sind mehrere Hühnchen. Komm, wir schlachten die kurz ab. Das habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, ja, gut. Aber du hast... Oh, oh, da! Gegner! Okay, ich sollte es echt lassen. Okay, gut, ja, aber komm, wir gehen jetzt echt zum Spawn. Ich habe auch noch jetzt habe ich zwei Rohhühnchen in meinem Inventar. Am Spawn können wir einen Ofen aufstellen und wachsam sein. Mhm, es wird auch schon wieder dunkel. Es wird schon dunkel, das heißt, wir sollten uns auch beeilen. Wir sind in der Nähe, ne? Genau. Wir achten auf die Umgebung. Wie zwei Indianer. Wie zwei Fluchttiere. Wir sind keine Beutetiere. Nee, wir sind Beutetiere. Nee, es sind Beutetiere, die Tiere, die abhauen, oder die Tiere, die Beute fangen? Aber nicht, wir werden nicht gejagt, wir sind Jäger. Die Beutetiere sind die Jäger, ne? Mhm. Okay, ja, ich stelle mich gerade ziemlich tollpatschig an. Gut, hier ist eine offene Wasserfläche. Komm mal hierher. Ah, ich hab mich versprungen, warte. Tim, komm her. Ich bin nicht gern allein im offenen Wasser. 360! Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Doch, kann ich. So, aber hier können wir wieder unsere Boote benutzen. Oh mein Gott. Bitte? Hier können wir unsere Boote benutzen. Oh ja. Warte, da ist noch ein Schwein, das will ich mir auch gerade noch holen. Och, nee. Das ist durchaus verständlich. Boah, diese scheiß Schafe. Das Boot ist kaputt gegangen durch das scheiß Schaf. Komm, stirb, Schwein. Stirb. Essen. Gut, ich hab noch ein Boot. Dann fahren wir mal in welche Richtung? Da lang, ne? Ich will da lang. Ja, okay. Ich habe hier einen Chunk-Bug, das heißt, ich weiß nicht so richtig, wo ich hin muss. Du hast ja sowieso den Durchblick hier mit deinen... da ist der Spawn. Da ist der Spawn in die Richtung. Da. Denn 14.000 Chunks oder so. Oh, da ist ein Pferd im Wasser. Was? Ach so, ja. Sollen wir uns ein Pferd holen? Das ist im Wasser. Das könnten wir uns eigentlich holen, oder? Ich habe leider keinen Sattel mehr. Ich habe einen Sattel. Ich könnte mir ein Pferd holen. Du das, wenn es dir Spaß gut, macht. Dann komm aber mit. Wir müssen echt zusammenbleiben und einer passt auf, wenn einer mit dem Pferd beschäftigt ist, okay? Ach Gott, ja. Komm. Ja, ich folge, ich habe gerade hier. Du warst verplant, ich verstehe. Nee, ich bin nur ausgestiegen. Das ist nicht zu entschuldigen, hier sind viele Pferde. Ich gebe hier gerade mal den Turbo. Okay.
Dann mach du das. Ich sammle hier gerade mein Brot wieder ein und ich setze mich mal kurz drauf. Alle Pferde kurz drauf. Ich würde gerne hier hinten noch die Schweine mitnehmen. Ach, ich darf nichts in der Hand haben, um mich da drauf zu setzen. Ne? Da war ja was. So, das Pferd hier hat schon relativ, boah, das ist relativ prall. Mit Herzen gefallen. Ja, es hat pralles, saftiges Fleisch. Nein. Und demnächst muss ich auch einen Ofen aufstellen. Ich weiß nicht, wenn ihr ab und zu so komische Stimmen hört, das ist bei mir in der Nähe, bei den Nachbarn eine Geburtstagsfeier. Das ist nicht weiter so tragisch. Aber ich weiß nicht, ob man es hört. Ich meine, das Mikrofon bekommt ja nie wirklich so alles mit. Nee, also das beste Pferd war jetzt echt noch dieses weiße da im Wasser. Das hatte jetzt bis jetzt die meisten Leben. Bitte entferne dich nicht so weit, Tim. Wir müssen achtsam bleiben. Nee. Ja, du bist total weit weg. Wenn jetzt irgendwas kommt, wo bin ich? Kommst du zu mir? Du bist hier. Nee, bin ich eben nicht. Ich bin hier. Natürlich bist du hier. Hinter dir ist ein Zombie. Ja, okay. Aber wir müssen echt besser aufpassen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen zusammenbleiben. Wir dürfen uns nicht entfernen. Du passt auf, ne? Ja, ich kümmere mich mal um das Skelett hier. Ich mach das. Nee, du hast jetzt keinen Sattel. Wenn du willst, können wir ja gucken, dass wir dir schnell eine Angel oder sowas machen. Oh, komm schon, Pferd. Nimm mich an. Wie lange dauert das denn? Ich kann jetzt noch nichts machen, oder? Aber es hat mich auch noch nicht abgeworfen. Wenn es ruhig steht, dann probier doch mal zu drücken. Jetzt hat es mich, okay. Sattel, gut. Okay, ich habe ein Pferd. Das ist schon mal sehr positiv. Ich habe auch meine Leine dabei, das heißt, ich kann absteigen. Und dann schwimmen wir, würde ich mal sagen, schnell zum Spawn, okay? Okay. Gut, das ist doch schon mal was Positives. Definitiv. Weil ich reiten kann und du nicht. Da ist der Weg frei, da ist der Weg auch frei. Ich ignoriere jetzt einfach mal deine Stacheleien und bleib mir mal ganz professionell. Alles klar, tu das. Einige haben ja geschrieben, ich mag keinen Mech nur, weil ich mir keinen leisten kann. Och Leute, das ist echt so das älteste Argument, was ich total lächerlich finde. Leute, er ist YouTuber, ist halt natürlich kann ich das leisten. Nee, komm, es gibt so viele Gründe, warum man jetzt nicht unbedingt ein Fan... Bist du bei mir in der Nähe, ja, ne? Tim, was machst du? Okay. Essen. Nee, es gibt so viele Gründe, warum man jetzt einen Mac nicht mögen kann oder generell Apple. Ich mag Apple jetzt nicht. Es ist meine persönliche Meinung. Ich habe jetzt nichts gegen Leute, die Apple mögen. Nicht wirklich. Also nicht wirklich ernst. Manchmal sage ich das so aus Spaß. Aber eigentlich habe ich jetzt auch nichts gegen die Leute. Es ist halt meine persönliche Meinung, genauso wie manche Leute Windows hassen. So, bist du hinter mir? Gut. Ja. Ich bin mit dem Pferd doch etwas schneller. Alter, was sind hier für Creeper? Ja, ich bin da. Hallo. Ja, das sind so Glaubenskriege, da kann man sich drüber streiten. Zieh dir mal die Creeper hier rein! Ah. Ja! Warum sind hier so viele Creeper? Ah! Explosion en masse. Hilfe! Muss ich mein Pferd eigentlich manchmal füttern? Shit, ich kann nicht mehr rennen. Was? Achso, das ist kein Essen. Ja, Alter, dieser scheiß kleine Dreckszombie. Alter, was ist dieser Zombie hier so aggressiv? Boah, das ist richtig schwer in der Nacht aufzupassen, ist jetzt aufgefallen. Ja, wie kleine Kinder, lass uns mal hier die Kühe bitte töten. Ja, ich, Sonst verliere ich eigentlich Essen, wenn ich auf dem Pferd sitze, weißt du das? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich glaube schon. Okay. Ja, ich glaube. Das ist doch, oh Mann. Wow, was hat das abgeschossen? Das war ein Skelett, oder? Ja. Okay. Oh Mann, ey, das... Ja, dann mach den Ring aus. Du hast OP. So, stirb Pferd. Zombie. Stirb Zombie. Stirb Pferd. Ja, egal, nee, gut. Ob hier drauf sitzt oder nicht. Stirb. Nein, das war nicht so gemeint. Gut. Spinne. Ich weiß nicht, sollen wir uns hier so ein kleines Häuschen bauen? So eine kleine Erhöhung irgendwo in der Nähe vom Spawn? Was meinst du? Hier? Irgendwo hier so? Wir können Spawn hochbauen. Nee, den Spawn-Turm dürfen wir, glaube ich, nicht verändern. Okay, warte mal. Ich würde sagen, wir bauen uns irgendwo hier. Kannst du es gerade machen? Hast du Baumaterial? Ich möchte gerade mal das Schwein hier... Lol, hier ist eine Witch! Was? Ja, hier ist eine Witch! Was? Ja, keine Ahnung! Wow, die ist gefährlich! Pass bloß auf! Wenn die dich trifft mit dem Vergiftungstrink, bist du erstmal ziemlich am Arsch. Dann bist du einmal getroffen und du bist tot. Was? Ja, hau bloß ab von der! Geh da weg! Tim, geh weg von der Witch! Hau bloß von der ab! Die ist richtig gefährlich! Echt, mit was hat sie dich vergiftet? Slowness oder Poison? Slowness, ja. Ja gut, es geht noch, aber wenn sie dich mit Poison trifft, dann hast du... Wenn du Pech hast, du noch ein halbes Herz und bist sofort tot, ne? Wo ist die denn hergekommen?
Ich hoffe bloß, die hat niemand beim Spawnturmbau gespawnt oder so. Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn das jemand gemacht hat. Gehen die also schon so weit? Ich bin vorher schon hier lang gegangen und da war niemand. Da war keine Wildtür. Ja, da hast du recht. Okay. Wollen wir hier irgendwo einen Ofen aufstellen? Oder sollen wir einfach weiter eine Runde gehen? Was ich würde schon ganz gerne was braten, weil ich habe. Aber ich würde es jetzt nicht hier machen. Ich habe 27 Cobblestone in meinem Inventar und du hast ja auch noch ein bisschen was von mir, ne? Ja, 32. Pass auf, wir machen es so. Wir gehen hier ins Wasser und machen uns hier so eine kleine Wasserplattform. Okay. Und zwar bin ich gerade überlegen, wo wir das machen können. Das muss irgendwo da sein, wo jetzt der Boden, weil hier ist es so tief. Das müsste irgendwo da hinten sein, da wo es ein bisschen höher ist am Wasser. Ich nehme gerade mal hier die Kuh mit. Okay. Genau, nehmen wir mit, dann haben wir wieder ein bisschen was zum Essen. Bisschen was zum Futtern und es wird auch schon wieder Tag. Also eigentlich können wir auch wieder an Land gehen, aber... das ist immer so kompliziert. Vor allem haben wir immer noch keine Ahnung, wo die Gegner sind. Also momentan werden ja wahrscheinlich eher 74321, also Yannick und wer ist mit ihm im Team? Schlendi. Wahrscheinlich werden die beiden jetzt erstmal draußen rumlaufen, weil die anderen, die wurden ja jetzt gekillt. Ja, jetzt haben wir natürlich auch diese Folge gehabt, wo wir hätten das eine Leben zurückgewinnen können. Genau, das ist jetzt immer noch. Leider wir können das immer noch Sparrick, diese Folge machen. Aber Sparrick und Ragdoll, die gehen jetzt leider unter Tage, weil die farmen. Weil die ja von den anderen gekillt wurden. Das heißt, wir können unser Leben nicht zurückholen. Warte mal, hier vorne wird es höher. Okay, das ist gut, dann können wir es hier machen. Dann schub du gerade mal runter und nimm halt dieses Cobblestone nach oben, ja? Mhm. Okay, gut. Dann machen wir uns hier so eine kleine Überwasserbasis. Genau. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, die gehen halt jetzt halt unter Tage in die Höhlen. Das ist halt ziemlich scheiße. Und von dem anderen Team wissen wir auch nicht, was die jetzt machen. Ist halt ein bisschen doof. So, machen wir das hier mal so schön. Komm hoch, Pferdchen, komm hoch. Komm hoch. Ja, komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Ja, braves Pferdchen, ja, brav. Was ich schade finde, ist, ich kann das echt nirgendwo anbinden, außer an einem Zaunfall. Das ist ein bisschen bescheuert. Mhm. Was schlägst du mich? Ich will hier abbauen. Ich hab schon so wenig Essen. Soll ich den Pfahl machen? Nee, das ist totaler Quatsch. Ich kann es ja auch in der Hand halten, das macht jetzt eh keinen Unterschied. Hast du Kohle? Nein. Ich hab Holz. Soll ich das Holz verbraten? Ja, ich hab auch noch zwei Holz. Ich hab 13 Steak, deswegen. Na gut, ich mach das hier mal grad rein. Und dann nehme ich sofort das Raw Beef, das gebratene Beef raus und du machst dann sofort die Steak rein, dann verschwenden wir auch nichts, ja? So, ich hab 3 Raw Pork Chop und 10 Raw Steak. Okay. Verstehe. Nicht. Nicht. Nee, gut. Ich hab auch 5 Raw Pork Chops. So, dann mach die schnell rein. Genau, da haben wir jetzt 8 drinnen. 8 Stück. Dann sollte es erstmal ein bisschen reichen. So. Und seid ihr draußen? Also ich denke, Schlendi wird draußen sein, sonst hätte er das nicht mit dem Regen gesagt, ne? Also die werden wahrscheinlich schon draußen sein. Ich hoffe, die sind jetzt nicht bei unserer Basis, da wo der eine Block war und haben das jetzt aufgebaut. Soll ich die mal fragen, ob die zum Spawn kommen wollen? Spawny? Spawny? Little Meeting? Die sagen eh nein. Die sagen eh nein. Siehst du? Neini. Davon ist wohl auszugehen. Ja, ja, aber es sind die Falschen, die das sagen. Das sind die Falschen. Schlendi? Schleni. Ich hab Schleni geschrieben. Schleni. Schleni, Steni. Okay, da hinten ist eine Kuh. Während wir... Und ein Schwein. Und die kommen natürlich auch nicht. Das war ja klar. Das war ja klar. Obwohl die wissen, dass sie hier sind. Jetzt warten, kann ich dir mal etwas ganz Kurioses erzählen. Okay, erzähl mal. Was hier... es gibt nämlich einen Vorfall hier im Dorf, der sich jetzt diese Woche jährt. Ah. Und ich denke mal, es lässt sich beschreiben als der dümmste Überfall aller Zeiten. Hier auf den ansässigen Supermarkt. Und zwar kam da ein Typ in den Laden rein, ne? Und ich lege gerade ab. Okay, hier kannst du mein Hühnchen auch noch haben. Warte, ich gebe dir mal die Hälfte. Ja, genau, genau, danke schön. Okay, bitte. Und der kam in den Laden rein und meinte so, ja, er ist ein Kontrolleur der Firma. Okay. Und die so, ja, ein Kontrolleur. Ausweis? Nee, brauchen wir nicht. Okay, schauen Sie sich doch mal um. Dann der Typ, ja, wo ist denn hier Ihr Tresor und so, ne? kann ich mir das mal anschauen? Und er so, dann haben sie so nett geredet und dann nach ein paar Minuten meinte er dann so, ja, jetzt üben wir doch... Du musst Holz reinlegen, ich hab da nur noch ein paar Stickies. Okay, jetzt üben wir doch gerade einfach mal für den Ernstfall.
jetzt machen sie mal den Tresor auf. Was machen die kompetenten Supermarktmenschen hier im Dorf? Sie machen den Tresor auf. So. Das ist aber noch gar nicht das Doofe. Ohne irgendwie nach dem Ausweis gefragt zu haben oder so, ne? Okay, das ist natürlich blöd. Und dann kommt. Ich will jetzt meine Geschichte noch fertig erzählen. Ja. Und dann sagt er, okay, also ich nehme jetzt das Geld. Jetzt üben wir mal für den Ernstfall. Was, wenn das Geld weg ist? Dann rufen sie natürlich die Polizei, nicht wahr? Dann alle so, ja. Tim, und dann, das Hühnchen kannst du dir rausnehmen, du musst da noch ein bisschen was reinlegen. Okay, ja. Ich habe nämlich auch nichts mehr. Und dann meinte er halt so, ja, also dann hat er das Geld genommen aus dem Tresor und hat denen dann gesagt, ich gehe jetzt aus der Tür raus und komme dann gleich wieder rein und sie rufen in der Zeit mal die Polizei. So. So prophylaktisch, oh. Halt nicht wirklich anders natürlich. Ne? Okay. Und alle so, okay. Was die macht haben wirklich der? Die Polizei gerufen, oder? Nein. Okay. Was macht der Kontrolleur? Er nimmt das Geld, geht raus, kommt aber nicht wieder. Ja. Und geht mit den gesamten Tages- oder Wocheneinnahmen, die im Tresor lagen, aus der Tür raus und verschwindet. Achso, ich dachte jetzt kommt irgendwie sowas wie, ich dachte jetzt kommt irgendwie sowas wie, wir, er ist dann rausgegangen, und aber ihm ist das Geld doch noch irgendwie abhanden gekommen. Aber er hat es wirklich mitgenommen. Ja, er ist wirklich einmal mit dem Geld raus. Hat man den geschnappt? Nein. Was? Deswegen jährt sich er das hier. Oh Gott. Na ja, gut, das dann würde ich sagen, bevor die anderen jetzt hier so rummotzen, obwohl Wir wissen, dass es dem Yannick nicht gut geht. Ja, wir wissen das. Und wir wissen jetzt auch zu schätzen, dass er aufnimmt. Aber, ja. Danke, Yannick. Aber ja, wir wissen es. Und deshalb würde ich sagen, beenden wir auch mal an dieser Stelle die Folge. Bis zur nächsten Folge und tschüss. Tschüss.